Viele Menschen fragen sich, warum gerate ich immer an den Falschen? Warum gerate ich immer an die Falsche? Das ist das Thema von heute hier auf traumaheilung.de. Und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil eben viele Beziehungen nicht optimal laufen oder sogar sehr unbefriedigend sind oder sogar sehr, sehr, sehr wehtun. Und die Frage, wenn einem das ein, zwei, dreimal in Reihe passiert, die sich dann stellt, ist, warum passiert mir das? Warum gerate ich immer an die falschen Menschen? Und ich versuche, mich dem zu nähern. Da gibt es bestimmt ganz viele Aspekte. Aber ein Aspekt ist die große Frage, würde ich jemand, der nur freundlich, nur liebevoll, zugewandt ist, offen und mich wirklich, wirklich liebt, würde ich diese Person aushalten? Ja. Manchmal, wenn diese Frage aufkam, warum habe ich mir diesen Mann gesucht, mit dem ich jetzt so unglücklich bin in unseren Prozessgruppen, dann habe ich manchmal mich hingestellt und habe gesagt, was würde denn passieren, wenn da jemand käme und sagt, du bist es. Ich finde dich so, so toll und mein Herz, alles, ich bin einfach da, ich will für dich da sein und ich will dich. Und dann sieht man das ganze Nervensystem, wow, Panik auf der Titanic. So, und das ist eben etwas, was durchaus in dir sein kann, als Angst, als völlige Überforderung, als das halte ich gar nicht aus, das kann ich nicht nehmen, weil ich selber über mich noch immer denke, ich bin es nicht wert, ich tauge nichts, ich bin keine gute Gefährtin oder kein guter Gefährte oder was auch immer alles da schlummert aus deiner Kindheit an Überzeugung. Weil wenn wir eben auf die Welt kommen und gar nicht wirklich willkommen sind und wir keine Bindung bekommen, auf die wir uns verlassen können, die uns zeigt, wie liebenswert wir sind, einfach so, nicht weil wir etwas tun oder besonders brav oder besonders sonst was sind, sondern einfach, weil wir die Person sind, die wir nun mal sind. So. Und das heißt, wir wachsen einfach mit einer unsicheren Bindung auf, wo jemand einfach nicht immer da ist oder viel zu wenig da ist. Eltern müssen nicht immer da sein, aber viel zu wenig da ist, viel zu wenig emotional in Kontakt ist oder womöglich auch eben mich demütigt oder straft oder schlägt oder missbraucht oder was auch immer. Dann wachse ich auf mit einem bestimmten Beziehungsklima. Und ein Therapeut hat mal gesagt, wir stellen in unseren Beziehungen, vor allem eben in Partnerschaften, oft wieder die Temperatur her, die uns vertraut ist. Und das ist das absolut und total Fatale. Das machen wir zum Teil dadurch, wie wir dann in Beziehung agieren, indem wir quasi etwas reinszenieren, was wir schon kennen. Aber es passiert auch durch die Auswahl, die wir treffen. Und ich bin persönlich der absoluten Meinung, dass wir wissen, an wen wir geraten. So, dass wir alle so ein Fleckchen hier oben haben, was wir unbewusst auslesen können. Weil anders ist es eigentlich gar nicht zu erklären, dass wir bestimmten Menschen immer wieder begegnen oder dass wir bestimmten Menschen auch gar nicht begegnen. Ja? Also es gibt bestimmt Leute, die hast du noch nie kennengelernt, die ein bestimmte politische Überzeugung haben oder bestimmte Art und Weise, die mit denen gehst du gar nicht irgendwie in Kontakt, in Resonanz. Die würdest du einfach gar nicht fragen, gehst du mit mir einen Kaffee trinken oder du lernst sie einfach nicht kennen. Das heißt, wir haben eigentlich einen ziemlich guten ersten Eindruck, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass dieser erste Eindruck gar nicht so schlecht ist. Der ist nur schlecht, wenn es Vorerfahrungen gibt zu bestimmten Bildern, zu bestimmten Aussehen. Ja? Wenn das in unserem Kopf sofort eine Assoziation macht, dann belegen wir die Person mit dieser Assoziation und die muss überhaupt nichts mit der Person zu tun haben. Das ist ein Dilemma, was viele Vorurteile erzeugt in ganz breiter Richtung. Aber ansonsten haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl oft für Menschen und laufen dann eben in die Menschen, die
uns sehr häufig wieder das gleiche Gefühl geben von dem, was wir früher hatten. Und das eine ist, dass man sagt, ja, zum Beispiel in der Gestalttherapie, Fritz Perls hat das gesagt, wir können Dinge erst loslassen, wenn die Gestalt geschlossen ist, wenn keine offenen Fragen mehr sind, wenn das Thema abgeschlossen ist für uns. Und ich glaube, daran ist etwas Wahres, weil wir versuchen quasi wieder dasselbe Thema zu lösen, was wir als Kind schon versucht haben zu lösen und, Entschuldigung, absolut und gnadenlos daran gescheitert sind. Und dieses Scheitern wiederholen wir leider oft, obwohl wir als Erwachsene vielleicht sogar mehr Möglichkeiten haben, mehr Werkzeuge. Aber manchmal geht es wirklich nur darum einzusehen, das wird nichts. Ich werde hier nie das bekommen, was ich gerne möchte. Das ist der eine Aspekt. Auch dann wird die Gestalt rund, weil ich es loslassen kann, weil ich sehen kann, ah ja, das passiert hier zwischen uns und das führt nirgendwo hin. Oder wir können die Muster zusammen durchbrechen. Ja, nicht eine Person durchbricht ein Muster, sondern wir müssen das schon beide ein Stück weit tun. Ja, das funktioniert leider einfach nicht oder ist meistens sehr unbefriedigend, wenn eine Person wirklich viel arbeitet und viel tut und viel investiert und die andere Person eigentlich sich nicht bewegen möchte. Auch da muss ich schauen, komme ich damit klar? Kann ich quasi diese Bedürfnisse, die ich nicht bekomme, gehen lassen und woanders bekommen? Und ansonsten liegt die Verantwortung bei mir zu sagen, damit komme ich nicht klar, das ist zu wenig, ich muss einfach dann vielleicht irgendwann gehen. So, weil die Zeit läuft, das ist dein Leben, die kriegst du nicht mehr zurück. Das ist einfach sehr, sehr dramatisch. So, aber das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, wie viel Gutes kann ich nehmen? Ja? Weil wir oftmals wirklich unsere Umgebung darin erziehen, was wir haben wollen, was wir aushalten. Ja, wir, zum Beispiel, wenn du Komplimente und Freundlichkeiten immer abwehrst oder immer einen blöden Spruch machst oder irgendwie damit umgehst, wirst du deinem Gegenüber irgendwann die Komplimente und die Freundlichkeit und das Entgegenkommen abgewöhnen. Und dann aber kommt ganz oft, siehst du, wusste ich doch, du liebst mich nicht mehr so oder du bist nicht mehr so enthusiastisch mit mir. Und wir stellen langsam und Schritt für Schritt einfach etwas her, was wir kennen und womit wir umgehen können, auch wenn wir nicht glücklich damit sind. Also müssen wir sehr, sehr wach gucken, was kann ich nehmen? Wie viel Raum habe ich eigentlich in mir für Zuwendung, für Liebe, für Freundlichkeit? Oder kann ich das gar nicht aushalten? Es kommt auch immer wieder hier, oft unter Videos, wenn es um Freundlichkeit geht, der Kommentar. Wenn jemand zu freundlich zu mir ist, dann hau ich so. Und das hat viel damit zu tun. Es gibt den schönen Satz, den immer ein Ausbilder gesagt hat, Love brings all up that is not love. Das heißt, Liebe bringt alles hoch, was nicht Liebe ist. Und das ist tatsächlich so. Und das bedeutet eben, dass wenn Menschen wirklich mit Liebe vor uns sind und freundlich sind, dass eben auch Themen hochkommen und dass wir dann manchmal das übertragen wieder auf die andere Person und denken, die löst das aus, dass es mir so schlecht geht. Aber es kommen einfach Dinge hoch, wenn ich nicht mich wehre gegen die Freundlichkeit. Und das ist gar nicht so einfach. So, weil wir weichen eben auf. Freundlichkeit und Liebe weicht uns auf, macht uns verletzlich. Und dann kommen die ganzen Ängste hoch. Und je nachdem, wie ich dann damit umgehe, passiert eine Dynamik in der Beziehung. Und das ist einfach ganz, ganz sinnvoll, sich das gut anzuschauen und immer wieder ein Stück zurückzugehen. Wo bin ich eigentlich hier da drin? Und was ist meine Kapazität auch für Liebe? Wie viel Kapazität für Liebe hast du? Wie viel Kapazität für Freundlichkeit hast du? Und dann zu sehen, wen habe ich mir denn da geangelt oder auf wen fahre ich denn so ab? Wie viel Kapazität haben die denn, das zu geben oder auch zu nehmen? So, ja, also, wir geraten an Menschen, die uns
quasi geben, was wir lernen müssen, nicht müssen, aber was wir noch zu lernen haben, trotzdem. Das sind trotzdem dann die Falschen, weil wir mit ihnen nicht glücklich sind. Das ist ein Riesendilemma. Aber je mehr ich anfangen kann, die Dynamik zu sehen von meinem Bindungsstil, von meiner Erfahrung, von Umgangsweisen, die ich selber mit mir habe, die ich mit anderen habe, desto mehr kann ich vielleicht sehen, dass die Person, der ich begegne, tatsächlich eine Person ist, die ein Stück weit das matcht. Und da geht es nicht um Schuld oder ich bin zu blöd oder zu schlecht oder zu sonst was, sondern einfach nur um die Beobachtung und zu schauen, was passiert hier und aus welcher inneren psychischen Dynamik heraus passiert es. Und dann kann ich Schritt für Schritt lernen und merken und verändern und merken und verändern. So, und das Bindungsstile und unser Umgang mit Beziehung, das ist einfach ein relativ starkes und dichtes Feld, weil wir das so früh im Leben lernen. Ja. Bindungsmuster sind bei Babys schon unter einem Jahr festzustellen. So, und also wir haben das gut und ausführlich von unseren Eltern leider gelernt, für die meisten von uns ein Leider. Aber deswegen hab Gnade mit dir und lern das zu beobachten und guck, wie du Stück für Stück mehr Raum bekommst in dir und wie du freundlicher auch mit dir selber sein kannst und eben dann auch mehr annehmen kannst. Und dann kann es gut sein, dass da andere Menschen auftauchen. Das war's für heute. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss, Damian.